wie ich ja in der Meditation euch gesagt habe, wenn wir so in Würde und entspannt da sitzen, kann auf unserem Gesicht ein Lächeln entstehen. Ein wirkliches Lächeln, das aus dem Herzen kommt. Und wie wertvoll dieses Lächeln ist und für andere sein kann, das würde ich euch gerne noch zum Abschluss vorlesen. Es kommt aus Plum Village, aus dem Zentrum, wo unser großer Meister Thich Nhat Hanh lebt und lehrt. Und ich finde es einfach, die Worte, wunderschön. Das Anmutigste auf dieser ganzen Welt ist ein Lächeln. Es kostet nichts, doch erreicht es viel. Es bereichert diejenigen, die es bekommen, ohne dabei jene zu verarmen, die es geben. Es kommt unerwartet, blitzschnell, und die Erinnerung kann ewig bleiben. Niemand ist so reich, dass er ohne es auskommen könnte, und niemand so arm, dass er nicht von dieser Wohltat bereichert würde. Es erschafft und strahlt Freude und Glück aus, in den Herzen von alt und jung, zu Hause und am Arbeitsplatz. Und seine Wahrzeichen sind Loyalität, Freundschaft und Liebe. Es ist Erholung für die Erschöpften, Sonnenschein für die Traurigen, der Sonnenaufgang erneuter Hoffnung für die Entmutigten und Stärkungsmittel für den sorgenvollen Geist. Und doch, genau wie echte Liebe, kann es nicht erbettelt, ausgeliehen, gekauft oder gestohlen werden. Und sein wahrer Wert liegt in der Tatsache, dass es niemandem etwas Gutes tut, solange es nicht weggegeben wird. Ein Geschenk an die Menschheit, wertvoller als Gold. Und wenn andere aufgrund ihrer täglichen Mühen zu müde sind, um dir ein Lächeln zu schenken, dann schenke einfach du ihnen eines. Denn niemand braucht dieses kostbare Geschenk mehr als die, die kein Lächeln mehr haben, um es zu verschenken. Und somit möchte ich den Abend beenden. Gibt es irgendwelche Fragen? Ja, indirekte Fragen. Jetzt nicht zu der Meditation, sondern zu Ihrer Schule, zu dem Meister. Das ist die Plum Village Dhyana Schule. Unser Lehrer ist Thich Nhat Hanh, ist ein vietnamesischer Zen-Meister, der während des Vietnamkrieges nach Amerika geflogen ist, um Frieden für sein Land zu bitten. Er durfte aber nicht mehr zurück in sein Land einreisen. Und seine letzte Station, wo er umgestiegen ist, war Paris in Frankreich. Dahin musste er wieder zurück. Und er hat in Frankreich um Asyl gebeten, wurde auch aufgenommen, hat in Südfrankreich in der Nähe von Bordeaux ein Zentrum gegründet. Also das ging jetzt nicht alles so schnell, wie ich das jetzt erzähle. Hat die ersten Jahre dort, hat er sehr viele Bücher geschrieben, wie Sie unten schon gesehen haben. Und er durfte bis vor ein paar Jahren auch nicht mehr nach Vietnam einreisen. Dann wurde es von der Regierung wieder erlaubt, aber ich glaube mittlerweile, er war zwei oder dreimal dort, mittlerweile, wie das eben in einem totalitären Staat ist, man will nur einen Gott haben. Und so lebt er eben in Südfrankreich. Und er hat aber eine ganz große Vision, hier in Deutschland ein Zentrum zu gründen. Und das ist auch schon gegründet in Waldbröl bei Köln, weil doch viele skandinavischen Länder, die Engländer, die Holländer, es doch weit haben nach Südfrankreich. Und dieses Zentrum in Waldbröl, das ist noch im Entstehen, aber es gibt es schon.
Und wir sind die Gemeinschaft für achtsames Leben. Also wir praktizieren nach dieser Plum Village Dhyana Schule. Wir treffen uns jeden Montag 19 bis 21 Uhr im BMW Nachbarschaftsforum, haben einmal im Monat einen ganzen Tag der Achtsamkeit, wo wir zusammen meditieren, wo wir Gehmeditation machen, die übrigens im Anschluss danach um 20.15 Uhr auch angeboten wird. Da wird meine Dharma-Schwester Lilly euch, wer mitgehen möchte, etwas dazu sagen. Also wir gehen nicht spazieren und wir gehen auch nicht, um irgendwo anzukommen. Wir gehen in Frieden, aber da kann Lilly noch mehr dazu sagen. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt was vergessen habe, ihr meine Mitbrüder, Mitschwestern. Stellerfrage, ich habe die Frage beantwortet. Bis jetzt schon. Ich hätte noch eine Zusatzfrage. Inwiefern unterscheidet sich dieser vietnamesische Zen mit diesem Meister von anderen Schulen? Lili, magst du was dazu sagen oder Thomas? Also die vietnamesische Schule ist so streng wie die Zen-Schule der Japaner zum Beispiel. Es ist sehr darauf ausgerichtet, liebevoll mit sich umzugehen, sich selbst kennenzulernen, das eigene Leid zu erkennen, um dies zu verstehen und zu heilen, damit wir in der Lage sind, auch andere zu verstehen und zu lieben, dann in dem Moment, wo wir verlieben. Und das ist eigentlich die größte Botschaft, auch was auch sehr wichtig ist in unserer Tradition, ist, nicht selbst, aber natürlich eine längere Geschichte, nicht selbst die Vergänglichkeit und dass nichts von sich aus existieren kann, sondern miteinander verbunden ist und nur deshalb sein kann. Das ist auch eine sehr wichtige Botschaft von Thich Nhat Hanh. Also ich hält sehr viele Vorträge darüber. Aber es ist, wenn Sie gerne etwas von Thich Nhat Hanh hören möchten, dann brauchen Sie bloß auf Vimeo zu gehen im Internet. Und dann geben Sie oben rechts Plum Village und dann werden Sie 150 Vorträge von Thich Nhat Hanh zur Auswahl haben. Hören Sie sich bitte. Das ist, glaube ich, das Beste, was die... So können Sie am besten erfahren, was die Lehre von Thich Nhat Hanh. Dankeschön, Lili. Ich würde gerne noch hinzufügen, im Vergleich zu anderen Zen-Schulen sehe ich den wichtigen Unterschied darin, dass unsere Übung vor allem sich bezieht auf Achtsamkeit im Alltag. Mhm. Und dass die Sitzmeditation nicht diese Bedeutung hat wie in anderen Zen-Schulen. Selbst die Mönche und Nonnen bei Thich Nhat Hanh sitzen normalerweise nur morgens und abends. Jeweils eine halbe Stunde oder so. Und das ist verglichen mit anderen wenig. Und das Wichtige ist, aber das heißt nicht, dass sie den Rest des Tages nicht üben, sondern den Rest des Tages üben sie richtig, nämlich Achtsamkeit bei all dem, was sie tun. Mhm. Beim Gehen, beim Arbeiten, sitzen, immer. Und beim Kommunizieren auch. Mhm. Und das ist unserem Lehrer sehr wichtig und das ist zwar nicht komplett neu, aber so betont hat das eigentlich keinen. Mhm. Mhm. Ja, du hast gerade das liebevolle Rede und einfühlsames Zuhören, was ganz was Wichtiges ist und das habe ich gerade hier gesehen, ich habe das dabei, das kann ich euch noch ganz, es ist nur ein kurzer Text, das kann ich euch noch kurz auf den Weg mitgeben. Möge unsere Rede so wunderschön sein und duften wie eine Blume. Blumen sind kleine Bodhisattvas. Sie können uns helfen zu erwachen. Achtsamkeit ist vollständiges Gewahrsein dessen, was wir denken, was wir tun und was wir sagen. Wenn Körper und Geist durch unsere Übung immer mehr eins werden, das heißt, wenn wir zu uns nach Hause zurückkehren, hat dies zweifelsohne eine Auswirkung auf unsere geistige Haltung, unsere Handlungen und unsere Kommunikation. Rechte Rede. Die vierte der fünf Achtsamkeitsübungen ist sicherlich eine der größten Herausforderungen in unserer Achtsamkeitspraxis. Uns immer wieder täglich neu auszurichten auf einem Weg, den zu gehen wir uns entschieden haben, hin zur Entfaltung unserer ganzen und vollkommenen Menschlichkeit.
durch sehr starke, seit Generationen weitergegebene Gewohnheitsenergien neigen wir leider häufig zu unachtsamer Rede. Genauso aber tragen wir die Samen der liebevollen Rede und des einfühlsamen Zuhörens in uns. Liebevolles, achtsames Sprechen ist eine wunderbare Möglichkeit, eine Chance, positive Qualitäten in uns und anderen zu nähren. Wir sind uns bewusst, dass Worte sowohl töten als auch unterstützen und heilen können. Für was wollen wir uns heute entscheiden? So, dann glaube ich, dürfen wir den Abend beenden. Jetzt haben Sie noch einige Minuten Zeit, sich einen Tee unten einzuschenken. Lili, wo erwartest du deine unten? Wer die Gehmeditation mitmacht. Diese kleine Glocke bedeutet, dass wir zusammen aufstehen. Und wenn wir uns diese Lotusblüte schenken, das ist eine, machen wir aus Dankbarkeit, dass wir hier zusammen diese Stunde verbracht haben. Und es ist ein Ausdruck des Respekts vor der Buddha-Natur in jedem Einzelnen, die jeder von uns in sich trägt, unsere wahre Natur. Und da schenken wir uns diese Lotusblüte.